Aloha meine Freunde und herzlichst willkommen auf dem Players Hub Channel. Es gibt heute kein editiertes Gameplay, was daran liegt, es ist Gamescom. Ne? Ich werde ja weg sein, ich habe nicht allzu viel Zeit. Von daher gibt es erstmal nur Full Gameplays. Ich hoffe, es ist okay für euch und ich hoffe, euch hat auch meine letzte Lösung gefallen, dass ich einfach das volle Gameplay in die Beschreibung hochlade, damit halt beide Seiten zufrieden sind. Ne? Sollte okay sein. Ich habe auch gerade ein neues Mikrofon, was ich benutze. Es ist das erste Mal, dass es im Einsatz ist. Hier fehlt noch gerade dieser Schutz für vorne. Aber ich denke mal, es sollte für jetzt erstmal seinen Job machen. Wir spielen Riven gegen Fiora. Ich habe das Matchup schon einmal gespielt. Es ist ein Skill-Matchup, beziehungsweise es ist ein Bait-Matchup. So, wenn ich ihre Passive, nee, nicht ihre Passive, wenn ich ihren W rausgebaitet bekomme, gewinne ich das. Aber dementsprechend, wenn ich halt reinfalle, bin ich halt krasser Marsch. Top is a slower lane for both, by the way. Sie mit Lethal Tempo. Okay. Okay. Ich nehme wahrscheinlich eh Level 1 mit. Muss in diesem Game sein. Weiß er nicht, dass er gegen den einzig wahren Riven-Gott spielt? Ich sage jetzt zu ihm, dass ich scheiße bin, obwohl ich actually One-Trick bin. Ja, ich weiß, Leute, in euren Augen waren die Gameplays kompletter Schrott. Aber ist okay. Ah, einige haben sich immer gewundert, warum ich nicht diese QE-Kombo mache. Ja, Leute, ich mache die schon, aber ich kann sie nicht immer machen, wenn meine Q nicht ab ist. Und ich warte nicht noch 3 Sekunden darauf, bis meine Q abkommt. Ah, scheiße, sie kommt direkt mit der Wave an. Tricking Fiora, einfach nach hinten laufen und die Vital resetten. Und zwar, ayo. So, jetzt ist sie weg. Ich kann wieder hinlaufen. Sie ist meistens genau auf einer anderen Seite. Ich gebe ihr den Push. Ich gebe ihr den. Ich will sie auf Level 1 nicht contesten. Ich gehe zumindest davon aus, dass sie auf Level 1 stärker ist als ich. Lieber kein Risiko eingehen. Ich könnte versuchen, sie pusht das gerade eh sehr hart ein, dass ich beim... Ah, ich hab's geblockt bekommen. Dass ich beim Bounce versuche, sie zu töten. Weil wenn sie dann stirbt, ist sie ziemlich fett am Arsch. Viele haben immer gefragt, wie, was ist ein Bounce? Leute, ich habe YouTube-Videos gemacht zum Thema Wave Control. Schaut euch das bitte einfach an. Ein Bounce ist einfach, wenn... Also, kurz ausgedrückt, wenn ihr die Mini-Wave so reinpusht, dass sie danach wieder in eure Richtung zurückpusht. Ne, dass sie einfach in die andere Richtung wieder zurückpusht. Das ist besser ausgedrückt. Lol, da bin ich gekommen. Nein! Nein, Minions! Fuck. Okay. Jetzt wollte ich das Level 3 holen. Verpiss dich von meinen Minions, Fam. Oh, shit. Ich slowpush das Ganze mal in sie rein. Nein, 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 Sichu. Das ist nice, nett von dir, aber es war nicht notwendig. Alles cool. Warte mal, schau mal. Oh, warte, ich darf nicht weggehen. Lass mal lieber warden, wobei Gragas ist gerade nicht da. Oh, die Weite nehmen wir weg. Ich will dir nicht nochmal die Heilung geben. Wenn sie Base geht, ist sie am Arsch. Okay, sie geht Base. Wow, ist sie fett am Arsch. Ich hoffe, sie baitet mich nicht. Choose your own path.
Okay, ich hole mir Double Longsword. Scheiß auf Potion. Ah, fuck. Das Problem ist, warum sie hier gefickt ist, ist, das ist eine bouncende Wave, die jetzt in mich reingeht. Das heißt, in der Zeit, wo ich weg bin, kriege ich viel mehr Minions als sie. Ah, jetzt habe ich es verkackt. Zum Beispiel hat sie das Candy-Minion verloren. Die Wave kommt langsam zu mir, was mir Wave-Control-technisch ein Riesenlied gibt. Ne, Leute, hier, meine Kuh ist auf Cooler und meine E ist ab. Ich warte jetzt nicht nochmal auf meine Kuh. Jetzt bleib ich hinten stehen. Ich darf hier nicht sterben, beziehungsweise ich darf hier auch generell gar nicht fighten. Oh shit, das war zu viel Damage. Habe ich alle kaputt gemacht? Nein. Aber viele, wie es aussieht. Okay, das war nicht smart gemacht von mir. Nice. Das war jetzt etwas besser gemacht. Das nehme ich an. Und ihr Problem, die Wave ist gerade am Bouncen. Wenn jetzt... Ah, scheiße. Ich wollte gerade sagen, wenn das hier keine Candy-Minion Wave ist, dann wäre sie jetzt richtig am Arsch gewesen. Oder kriege ich schnell genug rein? Doch, die Wave ist sehr groß. Die Wave ist echt sehr, sehr, sehr groß. Die wird hier... Nee, die wird nicht allzu viel verlieren. Das ist das Problem. Das Candy-Minion wird jetzt hier sehr viel tanken, wird die Wave sehr lange halten. Das sind vielleicht zwei Minions. Plus jetzt nochmal das Cannon und dann das Aura. Nice. Ich glaube, mein Team hatet sich gerade gegenseitig. Es ist nicht sehr christlich. Ich glaube, Jesus würde das nicht machen. Ich glaube, Jesus ist kein Fan von sich haten. Sie hat kein... Ich weiß gar nicht, hat sie oben geflasht? Okay, ich bin sexy nicht. Wenn sich das traut, für ein Minion vorzukommen, ficke ich ihr Leben. Das traut sie sich nicht, das wird sie sich niemals trauen. Jetzt wird sie sich vielleicht vortrauen, jetzt ist sie nämlich auch 6. Okay, jetzt wird's etwas sehr gefährlich. Ich würde sie gerne all in, ich weiß aber nicht, wie stark ich bin. Oh shit, einer noch! Yo, wo ist meine ganze Textbit hin? Fuck! Wow. Krass. Dumme Fiora weh, so überladen. Macht Damage, blockt jeglichen Damage, slowt mich und senkt meine Attack Speed. Feels good, man. Okay, sie verliert aber wieder sehr viel CS, das nehme ich an. Lagers ist oben. Ich hätte den Kill trotzdem gerne gehabt. Ich hätte weiter vorlaufen sollen. Ich hätte weiter vorlaufen sollen. Ich kann aber meine Attack Speed nicht einschätzen, wenn sie so massiv reduziert ist. Weil dann wäre ich mit E nah genug rangekommen, um mir noch den letzten Auto-Attack zu geben. Aber ist okay, die Wave bounce wieder zu mir. Ich warte auf meine Cooldowns und dann fisse ich sie weg. Sie hat sich auch Tiamat zuerst geholt. Das ist sehr, sehr risky von ihr. Also Leute, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt so viel mehr Commentary wie sonst mache. Aber ich finde, es ist wichtig für euch zu wissen, was ich denke und auch wie ich es denke. Weil das ist auch etwas, wo ich sage, das kann sich über die Zeit einfach ändern, je mehr ich Riven spiele. Ich gehe nicht weiter vor. Ich habe keine Ulti ready. Sie schon. Und die Wave hier bounced gerade zu mir. Also sie slow pusht zu mir. Die kommt ganz langsam in meine Richtung. Ja, sie pusht das weiter rein. Nice. Das ist ein sehr langsames Game. Wundert mich irgendwie. Alle meine Games mittlerweile auf dieser Elo sind sehr langsam. Oh, Leute.
Bro! Lass mal komplett resetten. Das war sehr random. Ich habe keine Cooldowns. The fuck? Yo, fam, hör auf! Wie lange hat er noch auf Ulti? Nicht schon fucking wieder. Oh mein Gott. Ich habe meinen Ignan auch noch reingeknallt. Ich warte einfach bis zum Ende. Das nächste Mal. Man darf ja wohl hoffen. Die haben wir auf jeden Fall. Never mind. Wir sind alle tot. Unlucky. Ich habe sie dann Ulti völlig vergessen, aber wir haben die Dinges oder so nicht tot bekommen. Oh, nice. Nice, nice, nice. Es ist nicht so nice, aber es ist okay nice. Das ist aber eigentlich super scheiße für Fiora. Sie hat zwar, glaube ich, einen Kill und einen Assist bekommen, aber oben verliert sie wieder sehr, 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 sehr viele Minions. Oh, hat Morgana Flash? Wow. Okay, jetzt ist es nice für die Fiora. Unlucky. Ey Leute, können wir ihr nicht mehr Kills geben? Das wäre super appreciated. Das wäre echt super fucking... Wow, Seedshot hat getrollt. Nevermind. Nevermind. Okay, okay, okay. Ey, ich freeze das jetzt, bis sie hier ist. Autsch, autsch, autsch. Okay, das ist sehr viel für mich. Oh, give me all of that. Die 40er CS-Lead. Sexy, sexy, sexy. Lass es einpushen, dann wieder weggehen. Ich hab mir Flash bekommen. Was eine Muschi, ey. Die sich Dinge zuerst holt. Okay, verkaufen wir mal ausnahmsweise zwei Items. Der Cleaver ist einfach ein zu starker Power-Spike, den will ich unbedingt haben. Lol, nice Jinx-Ulti, by the way. Oh, come on. Warum kotzt mich dieser Fuck so krass an? Ich weiß doch, ich kann das. Aber es kann sein, dass Fiora zum Team hingeht. Ja, sie ist hingegangen. Ich krieg einen Free Tower. Don't die.
Ich sehe doch, dass die da weiter fighten. Ich sehe doch, dass die da weiter fighten. Boys. Guys, I have three tower. Oh, no shit, Sherlock. Okay, holen wir uns Boots und dann schauen wir mal wieder nach, wie wir dem Team helfen können. Ich fange jetzt an, mir Ghostbit zu kaufen. Ich habe mir Adrian Riven angesehen. Also zumindest irgendwelche Montagen oder sowas. Und der holt sich ganz oft Ghostbait als zweitens. Was auch Sinn macht. Gerade auch wenn die Gegner so squishy sind wie hier. Ich gehe mal davon aus, dass hier alles gewordet ist. Oh lol. Later, bitch. Oh, later, bitch. Okay, ich kann so nicht hochgehen. Ich bin da etwas zu low. Oh, da mit Nether. Okay, der Tower da oben ist auch weg. Aber dafür haben wir halt 4 Kills bekommen. Und nochmal ein Ding uns oben drauf. Das nehme ich an. Wisst ihr. Ja. Komm, wir gehen dafür. Ich kann zwar nicht comboen, ich bin zwar super behindert. Aber hey, mit Lethality mache ich mehr Damage, oder? Richtig, Leute? Mache ich damit mehr Damage? Oh shit, Bardo ist bei mir. Was will denn der Bardmaster? 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist eine Ward Safe Call. What? Bart kommt noch hier vorbei, Safe Call. Der Wichser. Der Wichser. Ich glaube, ich muss Top-Lane gehen. I'm sorry, ich kann euch nicht helfen. Ey Leute, wie oft muss man euch pingen? Seriously, die Säule würden schon viel mehr Games gewinnen, wenn sie ein bisschen mehr auf die Map achten würden. Klar, ich meine, im Nachhinein wissen wir jetzt, sie ist da nicht hingegangen. Aber das wussten wir nicht im Voraus. Ah, jetzt ist sie da. Can you pay? Oh, die haben es jetzt hinbekommen. Ich will jetzt nicht die Stimme kaputt machen. Leute, nur weil das funktioniert hat, heißt es nicht, dass es gut war.
So, wären wir 20-0, ja, von mir aus. Aber das ist hier nicht der Fall. Kann auch sein, dass ich etwas zu hoch denke dafür. Okay, let me go, bot. So. Das hier hin, das dahin. Focus on what's next. Die haben die Fiora so hart gefeedet. Also jetzt in ihren Stats aus. Ich würde sogar sehr sexy finden, wenn mein Team Richtung Nash gehen würde. Aber nein, die sterben jetzt eh gleich wieder gegen Fiora. Fuck, ich muss da hingehen. Irgendjemand ist hier. Wo ist sie? Lol, ich hab das echt verfehlt. Es kann nur der einzig wahre Sylphie sein. Bist du der Sylphie, der seine Ulti auf Jinx verfehlt? Ey, Boys, ihr wisst, das war nur ein Prank, oder? Later, Bitch. Gott, bin ich bad. Okay, oben bounce zu mir hin. Geh ich Base und nimm das. Ne, warte mal, ich kann mir doch Raptors machen, dann Base gehen und es dann annehmen. Was ein 1 und 7, ne? Ich habe das Gefühl, ich nehme zu viele Ressourcen und mach gar nichts damit. Also, was heißt, ich nehme mir zu viel? Ich habe, glaube ich, nur 2 Jungle Camps gefunden oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Glaube ich zumindest. Warte mal, der Warhammer sollte mir doch jetzt mehr Damage geben als die Pickaxe, oder? Ist nicht beides auf 25? 25? Und ah, doch, 25. Plus nochmal, dass die CDR in extra Damage umgewandelt wird. Ich fühle mich aber nicht wie so ein Split-Pusher, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, Boys, wir gehen jetzt wieder in Mortal Kombat. Oh Gott, jetzt innen die wieder alle für den Drachen rein, oder was? Sideline Pressure, Baby! Ich hab grad echt wieder meine Ulti verfehlt. Seriously. Ich bin so scheiße. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte den Ding jetzt umgebracht. Den Ziel. Ich glaube, es gibt einige Angewohnheiten, die werde ich nie los, auch wenn ich Riven spiele. Okay. Komm, Riven. Komm, Jinx. Ich gehe nicht weg, mein Team macht noch gerade Pressure. Dann lohnt es sich nicht, auch wenn ich wenig HP habe, wegzugehen, weil es ist eh kein Gegner da, deswegen pushe ich das hier jetzt nochmal ein.
Lol. Seriously? Seriously? Let me go bot again. I smash Fiora. Die sollten eigentlich zwei Leute brauchen, um mich aufzuhalten. Wie sie wegläuft. Das ist immer der Vorteil am Farm. Egal wie scheiße ich bin, es ist immer etwas, worauf ich mich verlassen kann, um mich irgendwie in-game zu halten. Ich mach zum Teamen. Easy boys. Easy boys. Wir sind die Beach Boys. Seriously, noch ein Shot. I'm out of here. Guys, can you go towards Nash? Ah, die gehen nicht weg. Warum auch immer, die gehen nicht weg. Komm, Boys, geht einfach weg, geht einfach weg, geht einfach weg. Just go base. Oder das geht auch. Oder die ist Legendary, aber gerade mal Level 13. Seht ihr, was Farm alles macht? Also, wann ist die Legendary? Lol. Oh, Teamfight. Lol, meine Ulti! Fuck, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein gottbeschissenes Leben. Die hätten beide in einer Combo sterben sollen. Die hätten beide in einer Combo sterben sollen. Egal, mein Team gewinnt. Ich kann mir diese Games alle gar nicht einschätzen. Das ist so schwer. Ich finde es gut, dass ich aber auch nicht allzu AFK auf das Zeitlinie geblieben bin. Ich glaube, die eine Aktion am Drachen hat sehr viel geturnt. Was soll ich mal sagen? Und ich glaube, auf dieser Elo splitten ist nicht die schlauste Idee. So, die... Ich habe hier meistens sehr viele Leads bekommen, eben weil ich die Zeit besser gespielt habe. Aber Fiora hat halt immer sehr viel an Stats zumindest zurückbekommen. Was nicht hätte sein müssen. Eigentlich sollte ich mir GL kaufen, aber ich will Zeit immer da bleiben. Ich will die einfach nur richtig wegbuddern. So typisch Riven Main.
Das nehmen wir nochmal mit, weil ich eine kleine farmgeile Hure bin. Komme ich über die Wand hier? Die sieht mir sehr dick aus. Lass mal nachgucken. Oh, Pop-Jam! My spirit is not lost. Ach, ich hätte nicht sofort schilden sollen. Ah, nice. Nice. Good job, Silian. Oha, warum blame ich den? Der arme Silian. Ich glaube, das ist für Silian auch ein schwieriges Matchup. Oh Leute, die Dinge, wo ich gleich hab. Ey, oh Boys, bleib mal hinten stehen. Fam, bleib hinten stehen. Ah, noch das Swag Ignite draufgesetzt. PogChamp, PogChamp. Bam. Ne Leute, ich sollte aufhören zu splitpushen und echt viel meine Teamfights reingehen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr versucht, was mit dem Team zu machen. War auch ganz okay, aber es hat mir nicht ganz gefallen. Aber ja, Leute, das hier war's mit dem Gameplay. Ich bin dann auch auf der Gamescom. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschüss, tschüss. Haut ihr rein und bis zum nächsten Mal.